Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen weiteren DM-Haul. Ja, ich habe ja einen DM-Haul schon hochgeladen und ich war aber tatsächlich nochmal online shoppen bei DM. Denn es gab nochmal eine neue Haarpflegereihe, es gab ein paar, ich glaube, Payback-Punkte auf verschiedene Marken. Und da habe ich dann doch wieder so ein bisschen was gekauft und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich habe auch wieder so ein bisschen was mitbestellt, was nachgekauft ist quasi. Und ich starte einfach mal. Und zwar habe ich zu einem wieder Wattepads mitbestellt. Da durfte jetzt hier in dem Fall wieder die kleinere Packung mit. Evelyn Nature Bio-Wattepads, 60 Stück. Da sind einmal diese hier. Und ja, die mag ich super, super gern. Da kaufe ich tatsächlich auch jetzt schon ein Jahr oder 2 Jahre die Nature-Variante. Finde ich sehr gut, die fusselt nicht und ich mag die gerne. Und dann habe ich jetzt auch mal von Evelyn Nature die Bio-Wattestäbchen mitgenommen, hier in dieser Pappverpackung. Ich fülle die zwar immer um, aber ja, wenn man so ein bisschen was an paar an Plastik quasi sparen kann, kaufe ich gerne hier das Papier. Und ja, duften einfach mit, sind natürlich ein Ticken teurer, aber ich brauche auch nicht ganz so viele Wattestäbchen. Und dann habe ich entdeckt, bei DM Online gibt es eine neue Reihe, beziehungsweise gibt es die auch im DM Markt. Und zwar von Balea eine neue Haarpflegereihe. Die nennt sich Cashmere Dreams. Und da gibt es, meine ich, 7 Produkte. Es gibt noch eine Spülung, ein Air-Dry-Spray und ein Leichtkämm-Spray. Das habe ich nicht mitgenommen, aber ich habe zu einem das Shampoo mitgenommen. Das ist mit Kaschmir-Keratin, ist für strapaziertes Haar. Ich fand das halt vom Design her super, super schön. Und ich mag auch diese Fizzy Fruits-Reihe, die es jetzt vor kurzem gab, super gerne, was die Pflege angeht. Deswegen dachte ich, probiere ich das auch mal aus. Ist von Balea Professional, wie gesagt. Und vom Duft her ist es sehr angenehm. Ich habe da auch schon dran gerochen. Sehr, sehr schöner, angenehmer Duft und werde ich auf jeden Fall auch bald testen. Und dann habe ich dazu hier die Haarbutter mitgenommen, denn ich mag sehr gerne Haarkuren oder Haarbutter, die halt dick sind von der Konsistenz her, die nicht so schnell weglaufen und also von der Hand runterfließen. Und das ist eine richtig schöne, dicke Konsistenz. Und auch das, wie gesagt, riecht richtig, richtig schön. So ein bisschen blumig, sanft, mag ich ganz gern tatsächlich. Ich bin ja nicht so der Blumenfan, aber der Duft gefällt mir sehr gut. Deswegen habe ich da immer noch die Haarbutter mitgenommen. Dann einmal, was ich auch sehr interessant fand, den Hitzeschutzbalm. Genau, für strapaziertes Haar ist der. Ja, mag ich auch sehr, sehr gerne. Also den finde ich auch sehr schön vom Duft her. Und bin ich gespannt, wie er wirkt. Soll bis zu 220 Grad Hitzeschutz geben. Und ja, soll die Haare eben glänzen lassen. Bin ich sehr gespannt. Und dann habe ich einmal noch dieses Haarpflegeserum mitgenommen. Cashmere Dreams für strapaziertes Haar. Wie gesagt, es ist halt eben limitiert. Und das ist jetzt in dem Fall eben so eine kleine Tube. Finde ich auch total süß von dem Design her. Und das ist hier so eine Spitze dran. Das riecht genau gleich. Also ich bin sehr gespannt, wie die Produkte dann so wirken auf meinem Haar. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Einmal das. Dann habe ich aber auch noch weitere Haarpflege mitgenommen. Und zwar zu einem eine Reihe, da habe ich wirklich lang hin und her überlegt, bestellst du sie mit oder nicht, weil sie schon sehr teuer ist. Ich wollte die aber einfach schon länger mal testen und habe ja im August nicht so viel eingekauft. Deswegen dachte ich, okay, dann kaufst du die mal. Und zwar von John Frieda, die Frizz Ease Reihe Wunderreparatur. Da habe ich jetzt einmal das Shampoo und auch die Spülung gekauft. Im Shampoo sind hier 10% mehr Inhalt drin, das ist wohl limitiert. Und ja, die kosten ja jeweils 7 Euro, finde ich schon teuer. Aber ich hatte davon schon öfters Pröbchen und fand die eigentlich immer sehr gut. Deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt kaufst es einfach mal, probierst mal aus. Weil ich habe halt schon sehr gerne, wenn meine Haare einfach glänzen. Und das hat bei John Frieda immer sehr gut funktioniert. Deswegen habe ich jetzt das nochmal mitgenommen. Bin sehr gespannt, wie das so funktioniert bei meinen Haaren. Dann gab es, meine ich, Payback-Punkte eben auf Garnier Fructis und Garnier Wahre Schätze. Und da habe ich von Garnier Fructis die Schadenlöscherreihe mitgenommen mit Amlaöl und pflanzlichem Keraprotein für stark geschädigtes Haar. Und ja, das habe ich eben mitgenommen, wie gesagt. Finde ich sehr, sehr schön. Riecht wirklich gut. Und ich finde, dass die Garnier Fructis Reihen, seitdem die so ein bisschen die Verpackungen und so ein bisschen die Formulierung umgestellt haben, nicht mehr ganz so stark riechen. Aber immer noch sehr angenehm und die Reihe mochte ich früher super, super gern. Hatte die jetzt schon länger nicht mehr. Deswegen habe ich die jetzt nochmal mitgenommen, weil es eben auch, wie gesagt, Payback-Punkte drauf gab. Und es gibt ja momentan, als ich bestellt habe, ich weiß gar nicht, ob das momentan noch so ist, gibt es ja noch diese Aktion, je mehr du einkaufst,
je ja, größeren Gutschein quasi bekommst du zurück. Ich habe noch einiges an Haushalt mitbestellt, ein bisschen was an Lebensmitteln und war dann knapp über 80 Euro. Bekomme also, meine ich, 8,50 € als Gutschein oder 8 Euro als Gutschein und das finde ich wirklich gut. Und dann habe ich eben hier noch von Garnier Fructis Eau Repair 3 Shampoo und Spülung mitbestellt, weil das fand ich eigentlich auch immer ganz gut mit Avocado, Kokosnuss und Olivenöl, pflegende Lipide. Für trockenes Haar, wie gesagt, die Reihe fand ich auch immer sehr gut. Und das sind jetzt hier auch die Flaschen mit 300 und 250 Ml der Spülung. Ich meine, es gibt auch kleinere Varianten, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, und den Duft mag ich halt auch sehr, sehr gerne, deswegen habe ich das jetzt auch nochmal mitgenommen. Dann wollte ich mal was testen. Und zwar Schaumfestiger. Da habe ich mich jetzt ja einfach mal für den entschieden, weil das so ein relativ günstiger war. Von Nivea, der Lockenschwung- und Pflegeschaumfestiger in der Stärke 4. Extra stark. Und ich habe ja so eine leichte Welle in meinem Haar. Und manche Haare, die locken sich auch wirklich richtig. Und ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich Schaumfestiger reinmache. Ob das dann so ein bisschen besser aussieht. Beziehungsweise wenn ich dann auch meine Haare föhne und ich habe Schaumfestiger drin und ich locke sie danach, ob es dann ein bisschen besser hält. Ich habe mir ja so ein Welleneisen gekauft von Amazon und ich finde das gut, aber die halten halt nicht so lange. Und ich bin halt kein so Fan, der jetzt so extrem viel Haarspray sprüht, dass es eben hält. Deswegen wollte ich mal hier so einen Schaumfestiger ausprobieren. Der soll ja eben auch bewirken, dass die Haare einfach länger halten oder ja, definierter einfach sind. Deswegen wollte ich den mal ausprobieren. Und ja, habe ich einfach mal den mitgenommen. Und dann habe ich noch ein Haarspray mitgenommen. Da habe ich jetzt momentan noch zwei kleine Varianten. Einmal von Elnett und einmal von Pro Set, was ich mal von der Stephanie bekommen habe. Und ich verwende momentan öfters mal Haarspray tatsächlich. Deswegen sind die schon beide relativ gut leer. Und jetzt habe ich hier von Wella Flex das Haarspray Sensitiv mitgenommen. In der Stärke 3. Ich brauche es jetzt nicht super, super stark, aber einfach so ein bisschen, dass die Haare einfach halten. Und deswegen habe ich mir jetzt mal das mitgenommen. Ich meine, das hatte ich auch schon mal. Ich bin mir gar nicht sicher. Und ich hatte jetzt mein letztes aufgebraucht. Und deswegen habe ich jetzt noch mal ein großes gekauft. Dann, da werde ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, habe ich mir wieder mein Waschgel und mein Gesichtswasser nachgekauft. Weil ich hatte ja im letzten DM-Haul Gesichtswasser und Waschgel nachgekauft, aber das Waschgel ist auch unter der Dusche jetzt bald leer, deswegen habe ich nochmal eins gekauft und ich dachte, okay, dann bestellst du noch ein Gesichtswasser mit, weil dann kam ich eben über die 80 Euro und deswegen, ja, habe ich das mitgenommen. Dann einmal, die sind auch relativ gut schon aufgebraucht, die Hautrein Anti-Pickel-Patches mit Salicylsäure. Und ja, die mag ich ja sehr gern, die funktionieren bei mir einfach gut und die kaufe ich auch immer wieder nach. Sei es jetzt die von DM, aber auch die von Isana, so immer, je nachdem, wo ich eben gerade bin. Dann habe ich drei Masken mitgenommen. Einmal eine Tuchmaske, die wollte ich einfach mal wieder haben. Und zwar von Misha, die Honey-Tuchmaske. Und ja, die mochte ich früher immer sehr, sehr gern. Deswegen habe ich die einfach nochmal mitgenommen. Dann einmal von Alverde, die reinigende Maske Clear Beauty. Die fand ich auch immer toll, weil die kühlt so ein bisschen die Haut. Ich finde, die reinigt auch sehr gut. Die macht die Haut sehr frisch und deswegen einmal die. Und einmal von Luvos noch die Anti-Pickel-Maske bei fettiger, unreiner Haut. Die mag ich auch sehr gerne. Und ja, deswegen durfte ich die einmal mit. Ich habe momentan so ein bisschen Probleme, gerade was die Stirn angeht. Deswegen habe ich die einmal mitbestellt. Falls ihr eine gute Heilerde oder Totes-Meerschlamm-Maske kennt, die Natur bekommt, dann schreibt mir das gerne mal. Ich hätte super gern von Shams diese Totes-Meer-Maske oder Totes-Meerschlamm-Maske als Tube. Ich glaube, das gibt es aber nicht, oder? Weil die finde ich ja wirklich gut. Dann habe ich hier noch zwei Produkte, und zwar zu einer von Nivea, die Soft Milk in Dusch, ja, Body Lotion. Das ist quasi eine Body Lotion, die trägt man sich in der Dusche auf die nasse Haut auf, lässt das dann ein bisschen einwirken, ja, und spült das dann einfach wieder ab. Das ist jetzt die Variante für trockene Haut. Das ist auch die einzige Variante, die es momentan bei DM Online gibt. Es gab ja mal eine Zeit lang von Balea die Indusch Body Lotions, die gibt es glaube ich gar nicht mehr. Ich glaube aber auch dieser Zug von Indusch Body Lotion ist so ein bisschen abgefahren. Ich glaube, es verwenden nicht mehr viele so Indusch Body Lotions. Ich hatte jetzt aber einfach wieder Lust drauf. Und ich mag halt auch den Duft von dieser Reihe mit Shea Butter total gern von Nivea. Deswegen habe ich das einmal mitgenommen. Und dann einmal von Balea das Fußpeeling. Das ist hier auch zugeklebt worden. Das mag ich auch super, super gern. Meins ist bald leer. Dann habe ich schon ein Backup da. Und das wird das. Dann wird das quasi hier mein Backup. Ist mit Bimssteingranulat und Jojobaöl und das reinigt halt wirklich richtig, richtig gut. Ich mag das super, super gerne. Das trage ich immer auf meinen Bimschwamm auf und dann, wenn ich dann über die Fersen gehe, ist das wirklich butterweich und ja, kaufe ich immer wieder nach. Jetzt im Sommer, muss ich sagen, brauche ich meistens so eine Tube auf.
Im Winter ist da nicht mehr ganz so viel, weil ich dann oftmals auch nur mit dem BIM-Schwamm drüber gehe und nicht das Peeling extra noch verwende. Genau, und das waren auch schon alle Produkte. Ich habe für 59,60 € eingekauft. Und dann habe ich noch 2,70 € Rabatt bekommen durch verschiedene Rabattaktionen, die es in dem Moment gab. Und habe dann nur noch 56,90 € bezahlt. Genau. Und ich werde jetzt diesen Monat so ein bisschen gucken, dass ich nicht mehr ganz so viel ausgebe, wobei ich noch vorhabe, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, in Rossmann zu gehen, in Action und in Müller. Mal schauen, wie viel ich da so ausgebe. Aber ja, ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch dieses Haul-Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.